Hi, ich bin Patty und das ist Frodo. Willkommen zu Was geht ab Shorts. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vlogs, Blogs. Täglich, wenn nicht sogar stündlich, teilen wir uns unseren Freunden, Verwandten oder auch der Allgemeinheit mit. Den Überblick zu behalten ist fast unmöglich. Inzwischen sind beispielsweise auf Instagram mehrere Milliarden Bilder gespeichert. Überall schießen Menschen Fotos von ihrem Essen, von ihren Hunden, von sich selbst oder von Revolutionen. Jeder kann und darf seine persönlichen Eindrücke mit der Welt teilen. Doch wie bekommt man bei all den Informationen einen Durchblick? Durch Hashtags können Fotografen ihre Bilder thematisch einordnen. Aber gibt es denn unter all den individuellen Usern auch erkennbare Zusammenhänge? In den USA haben Forscher von verschiedenen Universitäten 2,3 Millionen Instagram-Aufnahmen ausgewertet und dabei höchst interessante Entdeckungen gemacht. Für ihr Projekt Phototrails haben sie Bilder aus 13 internationalen Großstädten geografisch sortiert, ausgewertet und in Infografiken verarbeitet. Die Daten für dieses Projekt durften sich die Forscher von öffentlichen Instagram-Profilen importieren. Sie hatten so die Möglichkeit, die Bilder in bestimmte geografische Zonen einzuordnen. Die meisten Grafiken sind 10.000 bis 20.000 Pixel lang, es gibt aber sogar noch größere. Wie lang sind denn 20.000 Pixel? Ziemlich lang. Bei jedem Bild hat man die Möglichkeit hineinzuzoomen, sodass man auch einzelne Motive erkennen kann. Im Gesamtüberblick ergibt sich somit eine virtuelle Signatur und man kann quasi ablesen, dass sich das Leben in den Großstädten stark voneinander unterscheidet. Die Aktivitäten zu verschiedenen Tageszeiten lassen sich durch hellere und dunklere Streifen in den Grafiken erkennen. Im direkten Vergleich lassen sich zum Beispiel Lebens- und Arbeitsrhythmus der Stadtbewohner unterscheiden. So sieht man unter anderem, dass in Tokio offensichtlich weniger Wert auf Schlaf gelegt wird als in New York. Doch auch Mitteilungsweisen an ereignisreichen Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten lassen sich aus der Auswertung der farblichen Sortierung ablesen. Das ist beispielsweise zu erkennen, wenn man sich die Instagram-Meldungen während des Hurricane Sandy um das Sturmzentrum in Brooklyn anschaut. In einer Analyse verglichen die Forscher auch 6 Tage in Tel Aviv. Man erkennt schnell, dass in dem abgebildeten Zeitraum überdurchschnittlich viele Fotos am Abend aufgenommen wurden. Besonders zum Vorschein trat dabei der Tag vor dem in Israel sehr wichtigen Unabhängigkeitstag. An dem haben die Leute wohl sehr ausgiebig gefeiert. Wenn man näher ranzoomt, kann man schnell erkennen, dass auf vielen Bildern Feuerwerke abgebildet sind. Zum Thema Copyright erklären die Forscher, dass sie sich nur auf öffentlich zugängliche Daten beziehen. Jeder User hat die Möglichkeit, seine Bilder auf Anfrage von dem Projekt entfernen zu lassen. Diese Studie zeigt einmal mehr, wie sehr sich soziale Medien in unserer Gesellschaft etabliert haben. Immer öfter vermischen sich Teile der virtuellen Welt mit der Realität. Der ständige Austausch von Informationen und Kulturen wird immer normaler. Gerade durch die Berichterstattung der letzten Jahre zeigt sich, soziale Medien werden immer mehr zu einem globalen Massenphänomen der Meinungsfreiheit. Frage an euch, wie häufig nutzt ihr Instagram und Co.? Macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr so ziemlich viel von eurem Leben preisgibt? Was ihr dazu zu sagen habt, kommt natürlich wie immer in die Kommentare. Wie immer gibt's hier drüben natürlich 2 Videos mit News aus aller Welt. Der kleine Abonnieren-Knopf, um nichts zu verpassen, ist hier. Und für den inneren Nerd gibt's hier unten Textkalibur. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Wer hätte das gedacht bei diesem Thema heute? Und ja, wir freuen uns auf eure Fotos, vielleicht auch von dem, was ihr jetzt gerade macht. Double Rainbow, das war Was geht ab Shorts.